Ich bin dankbar, so dankbar. Halleluja, Jesus. Halleluja. So ein genialer Abend. Ich war eingeladen in eine Small Group zu reden von vier Frauen und über meine Geschichte, hörendes Gebet und Gebet in Autorität und Vollmacht. Ja. Und das erste Mal in meinem Leben habe ich für einen Vortrag eine Belohnung gekriegt. Eine Belohnung gekriegt. Ich wurde bezahlt. Was für eine Überraschung. Und plötzlich kamen wir auf das Thema Sprachengebet. Es ist ja so, du kannst im Verstand beten, das ist, lieber Herr Jesus Christus, ich lobe dich, ich preise dich. Oder du kannst in Zungen, in Sprachen beten. Da verstehst du nicht, was du sagst. Aber du betest dann eben im Geist. Gott ist Geist. Wir beten ihn im Geist und in der Wahrheit an. Halleluja. Und ich habe ja schon einmal in meinem Leben eine Frau Sprachengebet beigebracht. Ja, eigentlich zwei. Und zwar, dass sie mir Sprachnachrichten schickten, wo sie draufbabbelten. Sehr unprofessionell. Heute war eine der vier Frauen, konnte schon Sprachengebet und kannte Torben Sondergaard und wie er es macht, dass er von der Last Reformation den Leuten die Hände auflegt und sie fangen dann an, öffnen den Mund, bla bla bla, was auch immer, und dann fangen sie an. Und wirklich, er betet und sie fangen an. Und ich durfte heute Abend erleben, dass zwei der Frauen, wie gesagt, eine konnte es schon, dieses Sprachengebet erhielten. Wir machten einen Kreis und sie legten ihnen die Hände auf und sie erhielten es. Und die dritte Frau erhielt etwas ganz anderes. Sie brauchte nämlich an einem Punkt Befreiung. Und die erhielt sie an diesem Abend. Halleluja, Gott ist groß. Ich lobe ihn. Ich preise ihn. Ich bete ihn an. So genial, so genial. He is the God of Wonder. He is the Miracle Maker. Ihm ist nichts unmöglich, ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Es war so schön, es war so toll. Ich bin so erfüllt auf den Heimweg und habe selber so genial, dass ich das miterleben durfte. Ich habe Jesus gesagt, du, ich möchte das schon mal erleben, dass jemand in meiner Gegenwart lernt oder eben diese Gabe des Sprachengebets erhält. Und da die eine Frau eben das so professionell wusste, wie das geht, haben wir das einfach angewendet. Gott ist so treu, Gott ist so groß, ich preise ihn.